Ja, grüß Gott, Madel und Buben. Hier ist wieder der Peter von Barbecue Alt Perlach. Ein wunderbarer Samstagmorgen. Nachbar in den Quisch auf. Und heute aber auspacken, anboxen und ausprobieren. Ich habe ein neues Spielzeug gekriegt. Soll ich mir bei Brolking bestellen. Schaut mal. Der Portachef 320. Das ist der Nachfolger vom Portachef 120. Und die 1 und die 3 da drin haben eine besondere Bewandtnis. Und die zeige ich euch jetzt gleich. Jetzt werden wir aber mal den Karton aufmachen. Und wieder habe ich mein Spezialkartonöffnungsgerät aus der Schweiz da. Ja, wir öffnen den Karton, oder? Der ist noch völlig zu. Wenn ich schneiden gebe, so dass wieder irgendwas Zerbrechliches drin ist. Was kommt? Ein Grillhandbuch. Das ist gut, dann weiß ich jetzt, wie es grillen geht. Haha, legen wir mal auf die Seite. Dann lüpfen wir die Platte. Und da haben wir schon mal ein paar Teile. Da haben wir zum einen den. Das ist kein Butone. Den Warmhalterost. Da drin haben wir die Roste. Das sind zwei Teile. Gusseisen. Dann haben wir hier Knöpfe, Griff, Schrauben, Batterie. Ich sage euch noch, wie viel man da Batterie braucht. Gell? Also, es ist kein Elektrogrill. Jetzt nehmen wir mal dieses Teil, die Wanne. Das soll Aluguss sein. Ja, ist es. Und vor allem ist das nicht die Wanne, sondern der Deckel. Wenn ich sage Wanne, dann ist da jetzt eine Wanne drin. Und wenn wir jetzt da genau reinschauen, dann haben wir hier diese Flavorizer Bars. Und das sind insgesamt 3 Stück. Und da haben wir jetzt das Geheimnis. Der Portachef 320 hat nämlich 3 Stabbrenner. Das heißt, der Portachef eignet sich wunderbar fürs indirekte Grillen. Und das habe ich bisher beim Campen vermisst. Ich habe ja früher meinen Weber BBQ gehabt, der hat einen Ringbrenner gehabt. Mein Kardak ist zwar ein liebes, nettes Gerät, hat aber auch nur einen Brenner. Und jetzt gibt es natürlich auch von anderen Herstellern Campinggrills, aber das ist, glaube ich, meines Wissens der einzige, der 3 Stabbrenner hat. Viele haben ja 2 Ringbrenner, dann hast du auch wieder beim indirekten Grillen die Hälfte vom Rost verschenkt. Und hier hast du doch, sagen wir mal, wenn der O ist, das Stück hier noch frei fürs indirekte Grillen. Und das gefällt mir. Ja, jetzt steht er vor mir. Der ist ganz schön schwer. Und jetzt drehen wir den nochmal schnell um. Und dann sehen wir da unten vermutlich, genau, da sind die Beinchen drin. Das heißt, nachher beim Transport kann man die wunderschön da unten rein tun und hat ein bisschen weniger Stauraum braucht man da weniger. Dann habe ich schon gesehen, hier an der Seite sind die Tische zum Auf- und Abklappen. Die schauen wir uns nachher noch an. Dann habe ich mich gewundert, was das für ein Teil ist. Und die Lösung ist, das ist die Fettauffangwanne. Und das ist zum anderen Modell auch ein großer Fortschritt. Beim anderen Modell war unten nur ein Loch. Gell? Ich glaube, der Klaus hat das auch gehabt. Da war einfach unten nur ein Loch und da hat man irgendwas drunter stellen müssen. Und jetzt hat man hier eine vernünftige Auffangwanne. Ja, jetzt haben wir unseren Grill, unseren Unterbehälter umgedreht. Da sieht man jetzt die Beinchen. Die kann man einfach hier so rausschnappen lassen. Und tut man die da vorne rein, bis die einrosten. Das ist ja schon mal easy. Das kriege ich total leicht hin. Cooles System, oder? Jetzt sieht man hier wunderbar den Ablauf, den Fettablauf, wo nachher sozusagen hier diese Wanne reinkommt. Und es gibt keinen versauten Boden mehr. Sehr gut, da hat jemand wirklich mitgedacht. Schlauch ist auch dabei. Hat 50 Millibar. Druckminderer ist natürlich auch dabei.
Jetzt drehen wir das Ding um und dann machen wir weiter. Hier vorne kommt die Batterie rein. Das ist eine AAA für die Piezo-Zündung. Zuerst stellen wir hier die Knöpfe drauf. Die gehen nur in eine Richtung. Wir haben hier so eine Folie, die man abziehen kann. Das habe ich da schon mal gemacht. Gell? Ich habe da schon was vorbereitet. Ah. Okay, die kann man nur drücken, also nur drehen, wie man vorher drückt. Jojot. Und Nummer 3. Jetzt machen wir einen Griff hier. Dann gehen wir da hinten Schrauben durch. Wir gehen dann hier natürlich in den Griff hinein. Das ist lustig, weil das dann weder Kreuz noch weder Kreuz noch Dingens noch Schlitzschrauben. Und das ist ein spezielles Vierkant-Imbus, auch was weiß ich. Also mit dem Gerät kommen wir dann da rein. Einmal. Sitzt, passt, wackelt, sehr schön. Also wackelt natürlich nicht. Wir nähern uns, gell? Jetzt machen wir einen Deckel fest, das heißt, hier ist irgendwo ein Loch. Und unser Sicherungsstift durch. Gleiche Spiel auf der anderen Seite, Stift rein, glücklich werden. Wenn man den Stift dann hochlupft, ein Stift habe ich gesagt, ein Deckel. Wurscht, weil ich bin schon alles weiter, gell? Stift rein. Dann hier dran und jetzt geht gleich der Stift. Ich liebe sie. Also, Stift drin, auf der anderen Seite Stift auch hinein. Kann man auf Radleinstädter rein grillen. Va bene. Großer Test. Passt. Als nächstes hängen wir den Warmhalte-Rost da die Ablage rein. Die geht einmal da oben rein. Und da genauso. Und dann ist es auch fixiert. Das heißt, wenn man dazu macht, geht ein bisschen mit runter. Wenn man aufmacht, ist er wieder oben. Ja, dann haben wir dann hier die Roste, die Grill-Roste. Mit Werbung. Die laufen auch hier so ein bisschen spitz zu. Das heißt, wie beim großen Bräuli auch, hat man hier eine schmalere Auflagefläche und hier dann eine dickere. Hier die Reste und so weiter. Das machen wir noch weg. Ja, und einer ist schon drin. Und den anderen, den wir da daneben, die fallen hier quasi in diese Führungs-, sagt man da, Rinnen, Nute, keine Ahnung. Da fallen die rein. Die Seitentischteile haben wir da und das ist ganz einfach hoch und einrasten. Gut ist. Und wenn man es dann für den Transport zerlegt, hoch und runterklappen. Und apropos Transport, wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Da ist hier noch so ein Stifterl, gell? Wenn ihr euch fragt, wozu, das ist die Alitierung für den Deckel beim Transport. Schiebt man das rein. Das ist auf beiden Seiten und dann kann der Deckel sich während der Fahrt zum Beispiel oder so nicht von alleine bewegen und öffnen. Hier unten gibt es einen kleinen Haken, da kann man Grillzangen etc. hinhängen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Deckel zumachen und diese Schutzfolie abziehen. Ja, jetzt steht er vor uns in voller Pracht und Blüte. Schaut's einmal. Schön. Wir werden jetzt eine Gasflasche hier hängen und dann werden wir die nochmal ein bisschen hochheizen. Zum einen, dass man diese sogenannten Produktionsrückstände wegbrennt und zum anderen interessiert mich mal, wie heiß der wird. Jetzt schauen wir mal. Wenn wir mal hier zünden. Dauert ein bisschen. Ah, jetzt. Sich das erste Mal gefühlt hat. Ja, alle Brenner an. Hinweise zur Zündung, da steht noch was. Naja, jetzt haben wir es ohne Hinweise gemacht. Jetzt machen wir mal zu und schauen wir mal, was unser Deckelthermometer sagt. Ich schaue auf die Uhr, dass wir wissen, wie lange das braucht hat. Normal machen die Bräukings ja mal Hitze und die Deckelthermometer sind erstaunlich genau.
Ja, jetzt haben wir so knapp 5 Minuten und da ist er schon bei 200 Grad. Ja, und jetzt nochmal von hinten, während der aufheizt. Hier kommt ein bisschen heiße Luft raus, aber der hat hier kein so offenes Scheunentor. Das gefällt mir auch ganz gut. Das heißt, die Hitze bleibt drin. Generell wird der natürlich schon heiß, gell? Also aufpassen mit den Kindern, die sind da nicht hier lange. Nach weiteren 5 Minuten fängt es hier das Riechen an. Also wir nähern uns sozusagen der 300 Grad Marke. Und jetzt riecht man, dass sich da noch einiges wegbrennt. Gell? Riecht ein bisschen wie in so einer Autowerkstatt. Was sagt Tim? Ja, schau hier, fast 300, gell? Da vorne sieht man, wie es ausläuft. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. 300 Grad nach 10 Minuten für so einen Grill. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Also ich erinnere mich, der alte Kubinox, der hat für 300 Grad eine Viertelstunde gebraucht. Noch ein Wort zur Grillfläche, interessiert euch vielleicht. Also es sind zwei so Gusseisen-Eimers, Roste drin. Jeder hat 33,9 mal 25,4. 33 ist die Länge, 25 die Breite. Letztendlich haben wir ungefähr eine Grillfläche von 34 mal 50 cm. Beim Campinggrill gar nicht mal so schlecht. Ja, so eine knappe Viertelstunde ist vorbei. Wir sind so bei ungefähr 350 Grad. Was haben wir jetzt vorhin? Senko. Es raucht und raucht und riecht nach Öl und was weiß ich nicht alles. Den werden wir jetzt dann ein bisschen, ja, sobald der Rauch aufhört, ein bisschen runterkühlen lassen und dann die Gusseisenroste belegen. Fazit, Höllenmaschine, also Hitze wie immer bei Broilking, der Wahnsinn. Für mich das Highlight, die 3 Brenner, Möglichkeit einen großen indirekten Bereich zu haben und ja, dass man halt die Füße einfach einklappt, man braucht keinen Tisch mehr, die tut man einfach unten rein, die Seitentische klappt man ab. Und dann hat man einen relativ portablen Grill, gell? Der Bayer kennt das ja, links ein Kasten Augustiner, rechts ein Kasten Augustiner und ungefähr so viel wiegt er auch, nämlich, ich glaube, um die 20 Kilo. Und ja, also er ist portabel, ich darf jetzt nicht damit stundenlange Waldwanderung machen, aber vom Campingplatz, vom Auto, vom Wohnwagen oder einmal in den Garten raus oder wir grillen auch gerne im Vorgarten, mal nach vorne stellen, das ist eine wunderbare Sache. Also, für mich rundum gelungenes Gerät, auch das mit diesem Fettablauf, was beim alten ein bisschen geregelt war. Und oh, man kriegt so einen warmen Bauch, das hat einen Nebeneffekt. Also für mich empfehlenswert, preislich liegt er bei 399 Euro. Das ist eine Menge Holz. Das ist aber auch für mich ein Gerät, wenn ich jetzt keinen großen Gasgrill hätte, könnte man den auch durchaus vorstellen als ja, Grill für daheim, für den Balkon. Und man schlägt dann also zwei Klappen mit einer Fliege sozusagen, weil man hat was für daheim und man hat was, wenn man mal irgendwo in die Natur fährt, campen geht oder sonst was. Die Vögel gefallen sich auch. Müsste eine Katze irgendwo sein. Ja, also für mich, Daumen hoch, mir gefällt er. Jetzt stell deine Frage nochmal. Gibt es jetzt auch eine Abdeckhaube? Ja! Natürlich gibt es auch eine Abdeckhaube. Die tue ich jetzt auf den 350 Grad heißen Grill nicht drauf, aber damit ist er dann auch noch geschützt. Noch ein Wort zum Ausschalten. Ich lese sogar Betriebsanleitungen, beziehungsweise was da vorne draufsteht. Da steht drauf, man soll erst die Gasflaschen austragen, dann warten, bis das Gas wegbrennt ist, was in den Leitungen noch ist, und dann die Regler auf Null stellen. Das habe ich gemacht, das kann man auch machen. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Getränk. Ich habe ja gesagt, es ist Samstagmorgen. Und am Samstagmorgen gibt es natürlich nur einen Kaffee. Sehr guter Kaffee. Also, wer nicht weiß, wie ein Kaffee schmeckt, probiert es einmal. Ansonsten am Ende vom Test. Ich bin restlos begeistert. Ich habe mir den schon so lange gewünscht. Und ihr könnt euch darauf freuen bei den nächsten Camping-Videos. Und bald geht es nach Italien. Wird da dabei sein und hoffentlich uns schöne Sachen zum Essen und euch schöne Sachen zum Anschauen zubereiten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein Daumen hoch, ein netter Kommentar wäre super. Ansonsten hier unten irgendwo aufs Logo drücken, wenn ihr den Kanal abonnieren wollt. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich eh schon gemacht. Und ja, wir überlegen uns jetzt, was wir als erstes auf den Grill hauen. Und euch wünsche ich eine schöne Zeit und für's euch.